Yeah, meine Fans, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Memento Mori und wir schauen jetzt da vorne mal nach. Elise. Vater? Komm her, Kid. Sofort. Was ist los, Vater? Vater? Komm mit, Junge. Arno. Wie kann das sein? Sieh mich an. Oh je, ein bitteres Schicksal fürs noch einen so jungen... Jungen. Ist ziemlich heftig, ne? Wenn dir schon in so einem zarten Alter deine Familie weggenommen wird. Ja, die Mutter hat man ja noch nicht gesehen. Wer weiß, vielleicht hat er die auch noch nicht. Oder nicht mehr. Wir werden es gleich sehen und man merkt schon, es gibt einen langen Ladebildschirm. Okay. 13 Jahre später. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann! Mach mal halblang, du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Diable. Ich mach schon, Victor. Diable, nach geht's. Geht aus dem Weg. Geht aus dem... Er bremst immer, wenn man die Leute hier... Ja, anrempelt. Wow. Ja, geht leicht, ne? Ich muss nur zwei Tasten drücken und der... macht hier voll den Parcours, ne? Ja. Yeah. Meine Herren, bitte. Ja, man merkt trotz dem zweiten Patch, ist es noch etwas buggy. Ja, etwas ist gut gesagt, ne? So. Ich erwisch dich. Links oben sieht man gerade meine PSN. Wumm. Weg. Ja, ich hab ihn. Gib mir meine Uhr. Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Fersengeld. Fersengeld. Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Was? Die jagen mich mit den Messern? Ohne Witz, die jagen mich wegen einer blöden Uhr. So, ich gehe jetzt hier einfach irgendwo hoch. Ich hoffe, die kommen nicht hier hoch. Ah? Na, wo sind sie? Schnell weg. Schnell. Ich glaube, ich hab's schon so gut wie... Jawohl, ich hab's geschafft. Ging ja leicht. Kanada? Ah ja, das geht sich aus, der Sprung. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht zu tief falle, weil sonst schlägt unsere Fresse so ziemlich schlimm auf dem Bordstein auf. Hey, da ist eine Kiste. Wo ist die Kiste? Ah, hier. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Interagieren? Und 100 Forint oder Franken, was, ich weiß jetzt gar nicht,
was die Währung ist, oder damals die Währung war, sagen wir so, in Paris, ja, in Paris war ich schon, das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich ein paar Abstecher machen. Bei, ja, Versailles, also generell alles, wo ich auch war, ne? Würde mir das schon gerne ansehen, wo ich überall war, weil ich einfach neugierig bin, wie sie es umgesetzt haben. Was sich verändert hat, ne? Ah, okay. Jawohl. Geht das Stehlen jetzt eigentlich auch noch oder sind wir noch gut? Alte Frau. Sehen wir uns etwas um? Ja, ein paar Grafikfehler. Ja, es ist irgendwie nicht fertig, ne? Irgendwie. Also man merkt schon, sie haben zwar gepatcht, aber wenn ihr zum Beispiel... Moment. Ja, ist mir wurscht jetzt. Seht ihr mal, wie die hinten hier herumploppen. Was ist mit dir? Weg! Pennerin. Also die ploppen da so richtig. Wenn ihr hinten die Masse seht, die haben immer ein anderes Gewand, ne? Ich glaube nicht, dass das so gehört. Aber egal. Es sind, wie gesagt, schon zwei Patches gepatcht worden. Und ja, es hilft nichts, ne? Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Sequenz 1, Erinnerung 1. Erinnerungen an Versailles. Erinnerung abgeschlossen. Ich würde sagen, fortfahren, oder? Und zum nächsten. Hey, das sieht ja wirklich schön aus hier, ne? So lässt sich's leben. Ja, das ist höchstwahrscheinlich das kleine Kind, was wir am Anfang gesehen haben. Die Kleine. Mit dem blöden Hut. Und ja, sieht ja ziemlich schick aus hier. Alles von damals. Frankreich noch dazu. Das gefällt mir sehr. Also das Setting hier ist wirklich cool, muss ich sagen. Wumm. Stehlen. Was? Spielen Sie die Map? Was? Spielen Sie Nomad-Mission in der App Assassin's Creed? Achso, ich muss mit der App spielen, dass ich da rein kann, oder was? Naja, weiter geht's. Spielen! Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Mmh.
Sire, Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Ja, yeah, und nachlaufen. Ziemlich schnell. Monsieur de la Serre, halt! Der Kutsche folgen. Musst wohl außen rumgehen. Macht Platz, macht Platz! Oder drüber. Ja, drüber gehe ich gerade. Aber das ist, glaube ich, sicher nicht die schnellste Methode, oder? Macht langsam! Oh! Nein! Ja, das war, glaube ich, gerade ein kleiner Grafikfehler, ne? Alter, ich... Das bringt nichts, ne? Was ich da mache. Oder? Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Oh, ja, das Runterklettern... Wer führt denn bloß diese Kutsche? Läuft Pelops? Ziemlich cool. Pelops, keine Ahnung, wer Pelops ist. Aber alleine der Charme hier. Ja, die Grafik, muss ich wirklich sagen, das Spiel ist noch nicht ausgereift. Auch mit zwei Patches. Man merkt es immer wieder bei der Grafik, da ploppt irgendwo was auf und keine Ahnung. Full HD haben sie auch nicht zusammenbekommen. Miss Excuse, falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Zur Kirche nehme ich an, ne? Aber hier ist noch irgendwo eine Truhe. Die nehmen wir, glaube ich, mit. Hey, kann ich hier ins Fenster auch einsteigen, oder was? Ja, das Klettern so läuft eigentlich ziemlich gut, aber wie gesagt... Die Grafik, ne? Es hilft Alex nichts. Also es hilft alles nichts. Die Grafik hier ist noch nicht ausgereift, ne? Beziehungsweise das Spiel wurde einfach zu früh veröffentlicht. So, jetzt gehe ich hier rein. Ja, da war eine Truhe irgendwo drinnen. Ah, hier ist sie. Mach mal auf. Oh ja. Ja, das vorige Assassin's Creed, das lief ja doch um einiges besser, ne? Also ich bin der Meinung, dass man halt... Ich bin eben genau aufs Essen gesprungen, ha? Aber uns egal. Ja, ich bin der Meinung, dass sie lieber etwas warten, bevor sie irgendwas, ja, kaputt releasen. Jetzt hat man es wieder gesehen. Grafikfehler, Grafikfehler, Grafikfehler. Aber ich habe noch keine Frame-Einbrüche. Denn es hieß ja, 18 FPS teilweise. Zum Beispiel beim Aussichtspunkt, wo wir jetzt hingehen. Und bei 18 FPS, das merkt man schon, ne? Für einen Menschen ist ja doch flüssig mit, ich glaube, 25 FPS. Alles darunter ist einfach ein Lag, ne? Ja, kletter hier hoch. Alter, kletter hier hoch. Da ist irgendwo eine Truhe, ne? Ja, die Truhe hole ich mir nachher. Die muss noch warten, aber der Aussichtsturm. Jawohl. Und ich bin wirklich gespannt, wie die FPS aussehen. Und vor allem, ob es ruckelt. Und natürlich... Oh ja, und natürlich... ganz Paris sehen. Ja, FPS-Einbrüche sehe ich nicht so. Ein Spur ruckelt ganz, ganz, wirklich ganz wenig. Aber damit kann man leben, ne? Nee, du kletterst hier rauf. 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. Ja, ja, gebt den Brief sicher nicht zum Spaß ab. So. Lamm. Und? Ja, andere haben schon berichtet, sie fliegen. irgendwie durch den Boden. Was natürlich nicht vom Vorteil ist, wenn man hier irgendwie... Adlerauge. Okay, drücke... Dreieck. Okay.
Darf ich da nicht rein, oder was? Oh. Keine Diskussion, weg hier! Oh, ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht... Was? Die kämpfen gleich gegen mich? Hinten anstellen. Wollt ihr mein Bajonett sehen? Ich zeige euch nochmal mein Bajonett hier. So. Das klappt so nicht, ne? Also ich wollte eigentlich in die nächste Gruppe reinlaufen. Aber das soll wohl nicht so sein, ne? So, mal schauen, ob es hier irgendwo hochgeht. Ja, das sieht ja gut aus, ne? Dann nehmen wir mal den einfachen Weg, würde ich sagen. Wobei, ich glaube, dass ich gar nicht so falsch lieg, ne? Wenn man sich zwischen den anderen Leuten versteckt, aber ja, man kann's ja. Was? Ich wurde gesehen. Seltsam. Von wem denn? Okay, da unten ist irgendwo eine Truhe. Da ist irgendwo eine Truhe, ne? Wo ist denn die? Unter mir? Drinnen? Ich höre sie auf jeden Fall funkeln, ne? Wo ist denn die? Ah, hier ist sie. Ja, die nehmen wir natürlich mit, ne? Wäre schade um das Zeug. Und die Kohle brauchen wir sicher, um coole Waffen freizuspielen. So, hier wieder nach oben, über die Laterne natürlich. Jawohl. Hält dir gut. So. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht fertig, das Spiel. Ganz klar. Aber ich finde es nicht so schlecht, ne? Und die Grafik wird auch sicher noch werden, ne? Die müssen hier einfach... noch... Ja. Patchen. Da unten ist die Türe, wo ich glaube ich rein muss. Aber... Die Truhe, die lächelt mich ja so richtig an. Ja, beim letzten Assassin's Creed, da lief ja wirklich alles glatt, ne? Also man muss sagen, das Piraten-Setting war geil, das mit die Schiffe war geil, FPS-Einbrüche gab es nicht, also das war wirklich ein guter Release. Warum Ubisoft das jetzt so macht, ich weiß es nicht. Interagieren, okay, die Wachen sind nicht mehr scharf auf mich, solange ich drinnen bin. Meine Herren, der Tag, ein Domain, Mal seht ihr das, wie das Schwert in der Luft fliegt. Okay, ich glaube, ich muss da rein, aber da ist irgendwo eine Goldtruhe, ne? Da ist irgendwo eine Truhe. Wo ist denn die? Ja, die klabern da drinnen, aber mir ist das egal, ich bin truhengeil, ne? Aber wo geht's hier zur Truhe? Vielleicht über uns, irgendwo drinnen? Das kann natürlich sein, ne? Die Staatsschulden. Versteht jemand? Zur Zeit meiner Intronisierung bereits enorm. Sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Was muss ich hier tun? Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern und ihre Wo zum Teufel sind sie? Ich weiß nicht, wo sie sind, aber hier geht's auch nicht durch. Und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es... Nicht die beiden schon wieder. Die unsere Meinung die müssen mir gefolgt können. Sein.
wenn sie nicht richtig gestellt werden, von eurer Weisheit und eurer Besonnenheit. Okay, in Deckung bleiben, schätze ich mal. Hinter die Bühne gehen. Meine Herren, wie mache ich das? Ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet ist. Wie gehe ich denn bitte hinter die Bühne? Denn bereits jetzt haben die ersten beiden Stände erklärt, ich nerv hier alle Leute. So, hinter die Bühne. Wie gehe ich hinter die Bühne? Hoffnung zu sehen, ah! Alle Stände. An einem Strand. Okay. Um mit mir das gemeinsame Wohl des Staates zu erreichen. Ich bin ganz ein normaler Mann hier, der hier durchgeht. Und zwar hinter die Bühne. Ich habe bereits. Jawohl. Die Staatsaufgaben deutlich zu kürzen. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hugo! 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 Du bist für'n Hugo! Ruhig, mein Großer! Oh yeah! Ah, parieren, ausweichen. Oh, ich bin ausgewichen. Na? Hast genug? Auf einmal schafft er nicht! Ah, jetzt habe ich gut pariert. Mal sehen, was du drauf hast, Bursche! Ah, okay. Ich muss noch rausfinden. Nicht zu bestehlen, hat voll... Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Aufmachen da drin! Auf euer Wohl, meine Herren! Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Weglaufen, und wie wir weglaufen? Seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mori! Ciao, ciao!